Mein Name ist Rainer Schwanebeck. Ich bin 64 Jahre alt, seit 40 Jahren in erster Ehe verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes. Ich bin gelernter Schriftsetzer, war 17 Jahre selbstständig und bin seit 20 Jahren als Angestellter im letzten Jahr vor meinem Ruhestand tätig. Rechtzeitig zum Bundestagswahlkampf 2013 wurde ich im Gründungsjahr Mitglied der AfD. Im Juli 2015 wurde mir das Amt des Schatzmeisters im Kreisverband Märkischer Kreis anvertraut. Ich bin als Wahlkampfkoordinator für die Landtagswahl in unserem Kreisverband tätig. Für die Landeswahlversammlung stehe ich auf Platz 2 der Delegiertenliste und wurde für die Landtagswahl zu einem der drei Direktkandidaten im Märkischen Kreis gewählt. 70 Jahre Nordrhein-Westfalen, ein Land in Feierlaune, das Land von Kohle und Stahl, das wie kein anderes für den wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik in den schweren Jahren nach dem verlorenen Weltkrieg steht. Ein Land, in dem es mehr Arbeit als Menschen gab, die diese bewältigen konnten. Folglich wurden mit Beginn der 1960er Jahre Gastarbeiter aus dem Süden Europas und der Türkei angeworben. Über Integration sprach damals niemand. Viele gingen nach einigen Jahren wieder zurück in ihre angestammte Heimat, und jene, die blieben, fielen nur selten durch unangepasstes Verhalten auf. Das änderte sich schlagartig, als sich gegen Ende der 70er Jahre viele türkische Muslime einem sich immer aggressiver gewährenden Islam unterwarfen und begannen, dessen Regeln und Gesetze über die unseres Rechtsstaats zu stellen. Beispiele für diese Auswüchse finden sich heute in nahezu jeder größeren Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ganze Stadtteile werden inzwischen von Türken und Arabern fremd beherrscht. Hinzu kommen Zuwanderer aus Nordafrika und Roma-Clans aus Südosteuropa. Vielen dieser Fremden fehlt jeder Respekt vor uns Deutschen und vor deutschen Behörden, vor allem dann, wenn diese mit Frauen besetzt sind. Polizisten werden verspottet, bespuckt und nicht selten auch täglich mit erschreckender Brutalität angegriffen. Straftäter, die von der Polizei an die Justiz überstellt werden, kommen mit geringen Strafen davon oder werden gar nicht bestraft. Nirgendwo ist auch nur eine Spur von Integrationswillen erkennbar. Stattdessen fühlen sich diese Minderheiten durch uns, durch den christlichen Glauben und durch unsere Lebensart provoziert. Beinahe täglich hören wir in den Fernseh-Talkshows von selbsternannten Experten, dass man beim Strafmaß für Verbrechen wie Ehrenmorde, Polygamie, Zwangs- und Kinderehen die kulturelle Herkunft der Täter berücksichtigen müsse. Nordrhein-Westfalen wird nicht kulturell bereichert, sondern in eine kulturelle Wüste verwandelt. Und mit jedem neuen Tag wird diese Wüste ein Stück größer. Politisch gefördert wird das Ganze vom Ungeist der Alt-68er, von dem insbesondere ein Großteil der deutschen Lehrerschaft gefallen ist. Lehrer, die Sympathie für eine Partei bekunden, deren prominente Vertreter sich hinter Transparenten mit Aufschriften wie nie wieder Deutschland und Deutschland wird Recke versammeln, können unserer Jugend kein positives Deutschlandbild vermitteln. Ihnen gehört die Lehrbefugnis entzogen. Auch Fleiß, Disziplin und Ordnungssinn werden bestenfalls als Sekundärtugenden dargestellt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Deutsche Geschichte wird ganz bewusst auf die 12 Jahre zwischen 1933 und 1945 reduziert. Für die, wenn es nach dem Willen dieser Pädagogen geht, sich jeder Deutsche gleich welchen Alters zu schämen und bei jeder Gelegenheit zu entschuldigen hat. Aber nicht nur die Schulen, sondern beinahe sämtliche gesellschaftlich relevanten Einrichtungen wie Behörden, Zeitungsredaktionen, Rundfunkräte, Universitäten, Kirchenvorstände und so weiter sind von dem Ungeist dieser Linksbourgeoisie geradezu durchseucht. Hier sitzen die Saboteure im Inneren. Sie haben uns und unser Land krank gemacht. Sie sind bestens vernetzt und arbeiten Hand in Hand. Ihre Strukturen sind im Laufe von Jahrzehnten mit massiver Unterstützung durch die meinungsbildenden Medien entstanden. Wir müssen den Menschen in unserem Land begreiflich machen, was man ihnen genommen hat und was man ihnen bei einem Weiter-so noch nehmen wird. Holen wir das Land NRW zurück für jene, die den immer schwerer werdenden Karren ziehen, in dem die sitzen, die nur wenig oder gar nichts zur Wertschöpfung in unserem Land beitragen. Applaus
Wir waren dem Ziel noch nie so nah. Das wissen auch unsere Gegner und sie werden alles daran setzen, unseren Erfolg zu verhindern. Nur wenn wir uns alle einig sind und uns ausschließlich von politischer Vernunft leiten lassen, werden wir den Durchbruch schaffen. Jeder von uns, ob mit oder ohne Mandat, hat die Pflicht, sich für den Erfolg unserer gemeinsamen Sache einzusetzen. Glück auf! Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Ich sehe nicht, dass irgendjemand sich bewegt. Ich frage letztes Mal, gibt es Fragen? Ja, doch. Bitte. Ja, wickel ich nochmal, ich weiß, was ich weiß. Okay, die Frage, in welchem Ausschuss engagieren Sie sich? Vor welchem Hintergrund haben Sie sich bereits engagiert? Ja, ich habe mich bisher ich bin in keinem Fachausschuss tätig bisher. Ich habe mich engagiert im Straßenwahlkampf. Ich habe mich an Infoständen engagiert. Ich bin Schatzmeister im Märkischen Kreis. Das ist das Engagement für die Partei bisher. Meine Frage war, in welchem Ausschuss würden Sie sich engagieren? Ich bin in keinem Ausschuss tätig. Als Mitglied des Landtages engagieren? Nein. Ich glaube, ich habe heute wahrscheinlich. Meine Frage war, in welchem Ausschuss würden Sie sich als Mitglied des Landtages engagieren wollen? Entschuldigung, jetzt ist angekommen. Mein Interessengebiet ist Arbeit, Soziales und Integration. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank.